Hallo, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich komme gerade direkt aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen, wo es heute um das Thema Beleidigung des Chefs und welche Folgen kann das eigentlich für das Arbeitsverhältnis haben, ging. Wann muss ich bei einer Beleidigung meines Vorgesetzten mit einer Kündigung rechnen? Man muss erstmal vorweg sagen, dass wenn ich meinen Chef oder sonst jemand aus der Firma beleidige, immer eine Kündigung riskiere. Eine ganz andere Frage ist dann, ob diese Kündigung wirksam ist, denn da kommt es dann auf die Details an, die ich gleich noch erläutere. Aber wenn ich die Kündigung erstmal habe, dann kann ich innerhalb von 3 Wochen eine Kündigungsschutzklage dagegen einreichen. Wenn ich das nicht mache, kann ich gegen die Kündigung gar nichts mehr machen. Wenn ich das mache, dann kann ich aber oft auch nur erreichen, dass das Arbeitsverhältnis dann gegen eine Abfindung endet. Ich kann natürlich das auch durchklagen und dann am Ende zurückgehen, wenn ich gewinne. Aber das Risiko ist meist zu hoch und die Entfremdung zwischen den Parteien dann schon zu groß, als dass man da nochmal zu hin möchte. Das heißt, ich würde jedem immer raten, doch so etwas grundsätzlich sein zu lassen. Jetzt gibt es dann aber eine Vielzahl von Urteilen für solche Fälle, wo das eben dann doch mal passiert ist. Und da wurde heute gleich als erstes dann ein Urteil diskutiert, wo die Kündigung eines Arbeitnehmers, der seinen Chef als Psychopathen bezeichnet hatte, als unwirksam dargestellt wurde. Das hatte aber einen bestimmten Grund. Der Arbeitnehmer ist nicht einfach hingegangen und hat gesagt, du Psychopath, dann wäre nichts zu machen gewesen. Der Chef hatte vorher eine Aussprache mit ihm und hat ihn so richtig zur Schnecke gemacht. Und am Ende hat er gesagt, raus aus meinem Büro. Und das haben wiederum ganz viele andere Arbeitnehmer mitbekommen. Die sind dann hinterher zu dem Arbeitnehmer hin und haben gesagt, was war denn da los? Und dann hat der so in einer Pause, als der Chef leider nicht dabei war, hat er so richtig vom Leder gezogen und hat gesagt, dieser Psychopath, den mache ich fertig und was weiß ich. Also richtig so kräftige Schimpfwörter auch benutzt vor den Kollegen. Und dann hat er hinterher die Kündigung bekommen. Und da hat dann das Landesarbeitsgericht gesagt, in diesem Falle hätte der Arbeitgeber zunächst mal eine Abmahnung aussprechen müssen. Denn der Arbeitgeber hat sich auch nicht so ganz 100% gut verhalten. Und hinzu kam auch noch, dass der Arbeitnehmer das ja nicht sozusagen ohne Anlass direkt auf der Betriebsversammlung rausposaunt hatte, sondern das war in dieser noch im Eifer des Gefechts, in der Emotion, dann mit den Kollegen, vor denen er kurz vorher beleidigt war und denen gegenüber quasi auch als Rechtfertigung. Unter diesen besonderen Umständen hat man gesagt, okay, das reicht nicht für eine fristlose Kündigung. Ansonsten muss man hier sehr vorsichtig sein. Wir haben in der Praxis viele Kündigungen, wo solches Verhalten zum Anlass genommen wird. Das sind nicht immer so eindeutige Beleidigungen, um die es da heute ging, wie Arschloch oder Schwein oder Ausbeuter, Sau oder was auch immer da. Das sind immer relativ eindeutige Fälle. Aber es gibt ja auch manchmal so Situationen, wo Arbeitnehmer zum Beispiel auf Facebook, in den sozialen Netzwerken posten und sich da einfach nur abfällig über den Arbeitgeber äußern. Und auch betriebsinterner preisgeben, die verstoßen dann gleich gegen mehrere Sachen, ne? Also zum einen nicht beleidigen, zum anderen verstoßen gegen ihre Verschwiegenheitspflichten. Und das Problem an den sozialen Netzwerken ist, der Arbeitgeber kann es immer wunderbar beweisen. Ja? Viele Arbeitnehmer sitzen da auf einem Pulverfass, weil der Arbeitgeber vielleicht sagt, doch, im Moment brauche ich ja nichts. Aber wenn es immer hart auf hart kommt, zum Beispiel, weil ich Leute kündigen muss, dann kann ich doch erstmal gucken, was die da so bei Facebook schreiben und dann nehme ich das für meine Kündigung. Das ist das Gefährliche daran. Deswegen kann ich immer nur plädieren, an alle Arbeitnehmer doch da sehr vorsichtig zu sein und solche Äußerungen auf Facebook wirklich als private Äußerungen maximal zu machen. Auf Facebook ist es nämlich nicht privat. Das ist einer gewissen Öffentlichkeit zugänglich und wird daher nicht als private Äußerung behandelt. Wenn ich es privat mache, also wenn ich mich am Armputztisch wirklich abreagiere, da habe ich einen gewissen Schutz. Selbst wenn meine Ehefrau, um mir einen auszuwischen, dann zum Chef geht und sagt, der beleidigt sie da jeden Abend am Armputztisch und sagt über sie böse Schimpfwörter, kann darauf keine Kündigung gestützt werden, denn ich kann mich in der Privatsphäre meiner Familie darauf verlassen, dass das gesprochene Wort vertraulich bleibt. Und wenn das dann ausnahmsweise mal nicht so ist, dann kann das gegen mich nicht verwertet werden. Das heißt also, solche wirklich echten Privatgespräche mit Familienangehörigen im Zuhause, bei sich zu Hause, das ist vielleicht schlecht fürs Karma, aber es ist jedenfalls nicht arbeitsrechtlich relevant.
Bisschen problematischer wird die Sache, wenn meine Ehegattin irgendwie, mein Ehegatte irgendwelchen Bezug zum Unternehmen hat. Da gab es zum Beispiel mal einen Fall, da hat eine Sparkassenangestellte bei Facebook, also hat der Mann der Angestellten bei Facebook den örtlichen Sparkassenchef in einem Sparkassenschwein dargestellt und hat gesagt, das solltet ihr mal abschlachten. Und die Arbeitnehmerin hat dann diesen Like-Button betätigt. Also man hat gesehen, dass ihr es gefallen hat und wurde deswegen gekündigt, wegen des Like-Buttons. Also nicht sippenhaft wegen des Mannes, aber der Like-Button eben als sozusagen Einvernahme dieses Unwerturteils für sich selbst. Ja. Und da hat allerdings dann auch das Gericht gesagt, weil die schon so lange dabei war und so weiter, mit viel Rumgeeiere, sag ich mal, hat das Landesarbeitsgericht gesagt, hätte da vielleicht doch erstmal eine Abmahnung erfolgen müssen, hat das Arbeitsverhältnis nochmal gerettet. Das würde aber in vielen anderen Fällen wahrscheinlich anders ausgegangen sein, sodass man also auch da dringend sagen muss, so etwas sollte man lieber lassen. Zusammengefasst, Beleidigungen im Arbeitsverhältnis sind tabu. Ich rate Arbeitnehmern, grundsätzlich über das Arbeitsverhältnis keine öffentlichen Äußerungen zu machen, auch keine positiven, auch das kann sogar schiefgehen. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, wie sowas schiefgehen kann, wenn nämlich Konkurrenten des Unternehmens das als unlautere Werbung ansehen. Also generell haben Aussagen über den Arbeitgeber tabu zu sein. Es gibt zwei Ausnahmen. Die eine, wenn die wirklich nichts mit dem Arbeitsverhältnis selbst zu tun hat, sondern nur mit mir als Person. Und die andere Ausnahme, wenn der Arbeitgeber mich vielleicht sogar dafür bezahlt, beziehungsweise es zu meinem Job gehört als Pressereferent oder als Blogschreiber für ein Unternehmen, solche Äußerungen zu machen. Dann muss ich die machen können, dann sollte ich aber auch immer mit dem Arbeitgeber regeln, in welchem Umfang, was und wie ich da sagen darf, wie der Stil sein darf und mich da sicherheitshalber absichern. Denn selbst wenn es manchmal nicht zu einer Kündigung reicht, eine Entfremdung, so eine innere Kündigung, ja, die ist oft dann schon da und dann wartet der Arbeitgeber halt auf eine andere Gelegenheit, weil er einmal günstig loswerden kann. Das will man nicht. Danke für die Aufmerksamkeit.